Und herzlich willkommen zu Folge 45 mittlerweile. Ja, es hat sich einiges getan in den letzten Wochen. Ich bin momentan viel im Stress von der Arbeit her. Es läuft momentan viel ab. Ich muss gerade hier um 12:30, beziehungsweise, naja, stimmt gar nicht 12:30. Sag ich Blödsinn. Meine Uhr ist gar nicht umgestellt. Ich gucke gerade auf die richtige Uhr. Wir haben es mittlerweile 13:30. Versuche jetzt noch ein, zwei Stündchen aufzunehmen und dann beruhigt in die Arbeit wieder reinzugehen. Denn da ist momentan wirklich viel los. Ich habe mich mal zu Gemüte geführt, ein, zwei Stunden am Wochenende mal ein bisschen zu glätten, damit ich das in eine Folge reinbringen muss, weil ich auch ein bisschen beim Rendern immer ein bisschen was machen wollte, habe ich das gedacht, komm, machst du das hier? Hier habe ich noch vereinzelt Löcher gelassen, wo halt die Kisten und so stehen. Die hatte ich jetzt keine Lust, alle rauszunehmen. Hier ist noch unser Tunnelloch, unsere Kühe sind unten eingesperrt. Hier noch ein bisschen vorbereitet für die Rolling Machine und das Wasser und so weiter. Das ist noch nicht alles zugedeckt. Das habe ich einfach nur schnell gemacht, wie ich konnte. Des Weiteren habe ich hier einen Kellergang runter gemacht. Wie ihr sehen könnt, dass das auf jeden Fall super aussieht. Hier fehlt noch ein bisschen. Ne, da fehlt gar nichts. Da ist irgendwas. Noch nicht ganz. Also die Fackeln stehen ja hier, komisch. Ja, weiß ich jetzt auch nicht gerade warum. Packen wir mal wieder mein Jetpack ein hier. Vielleicht werde ich herausfinden, wenn ich hier eine Fackel wieder hinsetze. Ne. Komisch. Also ich hatte meine zu wissen sowieso, dass ich hier einen Boden reingebaut habe. Aber naja, wird sich wohl herausfinden, vielleicht beim nächsten Mal beim Laden oder so. Ist jetzt erstmal das kleine Problem. Jetzt schaue ich mal, ob ich noch irgendwas in Masturbator reingepackt habe. Hier ist das gleiche Problem. So, willkommen zurück ins Spiel und zwar in Folge 55 vom Dire Wolf Projekt sozusagen als Singleplayer. Und ich will hoffen, dass ich 45 gesagt habe und nicht 55. Ja, mittlerweile hat sich viel geändert. Ich habe von der Arbeit viel Stress gehabt. Ist momentan ziemlich relativ spät, 13:30 haben wir es jetzt schon überschritten. Ich habe mich in der Zeit versucht, wo ich auch so halt gerendert habe und ein bisschen nebenbei für mich gespielt habe, ein bisschen ausgetestet, was kann auch passieren und so was. Habe ich den Keller gemacht. Dann habe ich draußen, warum ruckelt das denn im Haus immer hier so widerlich? Draußen hier die Fläche platt gemacht, hier noch nicht ganz, da hatte ich noch keine Zeit zu, beziehungsweise noch keine Lust. Ob ich das mache, weiß ich noch gar nicht. Werde ich dann wohl alternativ wieder mit dem Laser dran gehen, wenn wir den dann hergestellt haben. Ich habe den jetzt das letzte Mal alles nur mit Turtles hier freigegraben, ging schon relativ schnell. Einfach nur das Tunnelprogramm angeschmissen und Ruhe war. Ja, dann sind die, glaube ich, auch hier unten gelandet. Genau. Dann habe ich noch diese 40 Kisten dafür, weil ich die immer so nebenbei noch mitschlüre. Ich habe nicht alles ausgebessert, das heißt, die Betten sind noch da, die Kühe und so was ist noch alles eingelassen. Da sind noch ein paar Kisten eingelassen. Ja. Also, das Nonplusultra war es jetzt noch nicht. In der Zeit hat sich noch viel getan. Ich habe hier die Kisten auf Hand gemacht, weil hier immer noch ein paar so Kultivierte momentan rauskommen. Und die will ich jetzt reinzüchten. Und suche mir immer wieder das Paar raus, was ungefähr so passen könnte. Natürlich könnte ich das einschalten, denn das ist natürlich klar. Wenn jetzt irgendwas ist, kannst du natürlich reinpumpen. Hier laufen dauerhaft noch die Wiesenbienen durch. Und hier können wir noch ein bisschen Bambus anpflanzen. Da habe ich extra noch das Feld ein bisschen größer erstellt, damit ich noch ein bisschen hier weiter anpflanzen kann. Da noch, jo, und das passt. Den Baum killen wir die jetzt schon. Habe ich jetzt gerade nicht so alles paré. Zusätzlich schauen wir mal, was unsere Whetstone Engine beziehungsweise Whetstone Cell macht, weil die lief, glaube ich, hoffentlich auch weiter. Das ist natürlich klar. Schweinchenbox. Weil, wie gesagt, das hat sich viel getan. Es ist auch viel geplant jetzt mittlerweile. Also durch den Keller ist natürlich wieder Platz erschaffen worden, wo wir natürlich alles hinpacken können. Unsere Energie, unsere Leidenschaft sozusagen. Aber hier, genau, der fuckelt sich fröhlich vorher. Sieht hier aus, hier sieht's gut aus. Die ist auch voll. Die müssen wir jetzt auch noch zusammen basteln, ne? Genau. Wir haben noch ein paar Kabel, die können jetzt auch noch reingeschmissen werden. Zur Not sozusagen.
Dann werde ich hier wieder so ein paar Farmen aufbauen, ein paar Bäume züchten, die ein bisschen herstreifen. Da muss ich mal schauen, wie ich das noch ungefähr gestalten werde, weil der Platz bietet sich auf jeden Fall an. Wir können rüber zu unserer Wüste, wir haben hier Schneebiomen, wir können allerlei Bäume wieder schnell kreuzen. Das ist eigentlich gut gelungen hier mit unserem Biom wieder. Aber nichtsdestotrotz wollte ich jetzt mal schauen, wie ging das hier nochmal? So, nicht. Ach doch, so. So war schon richtig. Na komm. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Da. Da habe ich hier wieder drauf gewartet. Boah, ist das teuer. Das ist auf jeden Fall teuer damit. Aber das brauchen wir. Wir brauchen dreimal Elektrum, dreimal Lead. So einen Kolben habe ich, glaube ich, noch irgendwo hergestellt. Beziehungsweise Lead ist es ja. Also heißt ja offiziell Lead. Habe ich das denn da reingepackt? Das weiß ich gar nicht. Muss ich mal eben schauen. Ne, hier habe ich noch ein paar Erze. Genau, die sind unten aus dem Tunnel. Ich weiß gar nicht, ob wir da relativ schnell hinkommen. Ah, guck mal, da sind wir doch bei den Tunneln. Da habe ich noch hier ein bisschen rausgerubbt. Das heißt, West Redstone und so was war, habe ich gleich mit rausgenommen. Aber jetzt schaue ich mal, habe ich denn die Sachen irgendwo vorbereitet? Da sind sie doch. Genau, da wollte ich doch dran. Gehen wir in so ein Workbench. Links, rechts, Lead. Um das Elektrum unten, der Kolben rein, haben wir eine zweite Cell sozusagen. Oh, was hast du denn da? Oh, du hast Link auf dem Kopf. Ah, da müssen wir sowieso mal ein bisschen dezimieren. Allein nur wegen diesen Büchern, aber da warte ich nur einen Moment. So, eine Zelle tun wir hier rein. Dann kann das laufen. Dann könnten wir eigentlich sozusagen unsere Maschinen mittlerweile machen. Ja, der Computer. Habe ich nur leider Texture Pack wieder Probleme gehabt. Musste das Texture Pack zurücksetzen. Das heißt, die Computer sehen jetzt ein bisschen bescheiden aus. Die Monitore sind soweit okay, aber die Computer beide Sorten leider nicht. Gut. Oh, meine Uhr, die stellt sich hier ständig wieder um. Das ist das Problem. Dann brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen. Also wir müssen mittlerweile an Energie kommen. Das heißt, wie bekommen wir schnell Energie? Sonne, Dampf etc. Klar, können wir alles machen, können wir nutzen. Aber ich will eigentlich auch so Lava benutzen. Das heißt, wenn wir Lavakapseln haben, dass wir die direkt da reinpfeffern. Darüber hinaus könnten wir auch mit Biogas-Engine anfangen und das wäre eigentlich auch das Sinnvollste, wenn wir mit der Biomasse anfangen würden. Das heißt, wir brauchen erstmal hier, ach, wisst ihr was? Nein, das ist ja gut. Ich switch mal hier auf das englische Paket um. Ja, da kann ich wieder schneller eingeben, da weiß ich wenigstens, wie es heißt. Fermenter. Da ist es doch. Bronze-Zahnräder und diese Cases. Okay, und hier müssen wir mal die R-Taste rausnehmen. Das ist irgendwie für Sortieren ist es diese R-Taste. More Options, leider nicht hier drinne. Wo ist das denn da? Ach, was nehmen wir denn hier? Nehmen wir hier. Das reicht. So. Jetzt hoffen wir, bleiben wir das. Also brauchen wir erstmal. Was soll das denn jetzt hier? Wie Escape? Nein. Wie Escape? Die Taste willst du nicht? Dann nimm doch einfach die. Ne? Der will mich ernsthaft äppeln, wenn ich jetzt Escape hier mal drücke. Dann nimm doch einfach das hier. Dann. So. Bleibst jetzt dabei, genau. Aber den Bronze. Wir haben auf jeden Fall Kupfer hier. Ein halbes Sack davon. Und auch ein halbes Sack davon. Kupfer ist wie einfach gemacht. Das werden wir aber alles später im System alles so sortieren, dass es auch automatisch läuft. Hier haben wir hier Fermente Puences. Was könnten die nochmal herstellen? Da gibt es auch mal so eine Sache, was sie alles machen können, was sie uns geben können. Das ist immer ganz gut. Schauen wir mal eben nach. Beziehungsweise auch, was man die rausbekommen.
Das sind die Weizen-Dinger und das ist Alcoholic Drop, okay. Können wir jetzt auch mal schauen, wie wir die bekommen. Fruity und Rural. Ja, das werde ich dann wohl später alles kreuzen. Ich gehe erstmal auf so die Standardsorten wie Gemeine, Kultivierte, dass ich langsam um die höheren Zonen wieder rankomme. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Stäbe oder so was und ein bisschen Cobblestone. Dann nehmen wir gleich hier ein paar Stacks aus. Ne, brauchen wir gar nicht. Brauchen wir hier so reicht ein Stack, glaube ich. Und hier ein bisschen Holz rausnehmen. Zack. Guck mal, das reicht ja alles. Stickies. Haben wir hier gleich ein paar Zahnräder. Dann brauchen wir noch ein paar Steinzahnräder. Und ein paar Bronze-Zahnräder. Genau. Dann machen wir gleich ein paar Cases. Sollte eigentlich nicht so übel sein, dass das damit funktioniert. Brauchen wir, weiß ich nicht, 5 Stück oder sowas. Will ich hoffen, dass das reicht. Dann nehmen wir Kupfer hier noch restlich raus. Noch mal ein bisschen Zinn. Ich habe doch hier was im Pack gehabt, ne? Ja. Das wäre ich eigentlich mal frei, das rauszunehmen. Ich weiß noch nicht, wo ich das einsortieren könnte oder kann. Weil ich glaube, alle Dinger sind hier relativ vollgepackt. Oh, hier war noch Holz drin. Ach, hier ist noch Platz. Gut. Ich weiß nicht mal, so ein bisschen haben wir noch. Damit ich wieder auf Kupfer und so was alles schmelzen kann. Schauen wir mal gerade. Sortieren, was haben wir denn stackweise? Gold haben wir stackweise. Eisen haben wir stackweise noch hier rumfliegen. Könnte man hier unten reinschmeißen. Jetzt dann haben wir noch genug. Das ist doch relativ in Ordnung. Oh, hier ist auch noch was. Hier ist noch Kupfer ein bisschen. Ich glaube, das müssen wir als erstes verbraten. Copper Ingot, Copper. Zinn. Und dann vielleicht noch Gold. Und dann nehmen wir noch Eisen raus. Und dann nehmen wir, weiß ich noch nicht, was haben wir denn noch hier? Whetstone vielleicht. Und dann brauchen wir, glaube ich, Glas. Haben wir denn irgendwo Glas? Da haben wir Glas. Vielleicht brauchen wir die beiden. Ne, die brauchen wir auf jeden Fall nicht, hoffe ich. Aber ich sehe die Sonne schon wieder untergehen. Das heißt, die Folge des Tages ist wieder beendet. Das heißt, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.